So. Die Jungs haben mich jetzt hier geholt, gerufen, mit Kamera. Schauen wir mal, was die jetzt hier gemacht haben hier unten. Hallo? Das ist schon gut. Prinzipiell geht es jetzt hier darum, ne? Also ich bin jetzt eigentlich gerade in den letzten Vorbereitungen für das Festigkeitsgutachten auf der Nordschleife. Wollte jetzt quasi nochmal einen frischen Ölwechsel machen, ein bisschen Bremse wechseln und so. Und habe beim Ölfilter rausschrauben ganz viele Glitzerspänchen gesehen. Also mehr so Feenstaub anstatt Öl. Und das, damit bin ich dann zum Sven ins Büro. Und der Sven sagte zu mir, du Philipp, jetzt gerade nie. Ich sage, nee, das muss jetzt. Du musst hier mal mitkommen. Hey, du warst Nummer 4, die sich eingegliedert hat in, ich hab da mal was. Aber dann nur ganz schnell die Nummer 1, als du dort reingeguckt hast. Hallo. Hi. Auch von mir aus hier. Ich finde das immer, so technisch, wenn man hier so hallo macht. Übrigens, nicht wundern, ich habe nicht hochgeschlafen hier, ne? Ja, der Arzt, wir haben letzte Nacht hier schöne Schäferstündchen gehalten und irgendwie war es doch ein bisschen, irgendwie war es... Du hattest nichts anderes zum Anziehen vom Philipp die Nacht jetzt, ne? Das ist wie wenn du eine Frau mit nach Hause bringst vom Club irgendwie. Und dann gibst du dir ja, wenn du eine Frau mit nach Hause bringst, lassen die im Regelfall ihre scheiß Haargummis liegen. Oder, ja. Naja, ja, gut. Punkt. Alles Spaß beiseite jetzt, weil spaßig ist hier jetzt gerade gar nicht. Erstmal hallo von meiner Seite auch. Sorry, dass ich gerade ein kleines bisschen... Nee, alles gut. Ich denke, ihr könnt das nachvollziehen. Ja. Wie der Philipp das gerade schon so schön gesagt hat, sind wir eigentlich mit unserem VW Golf. Na, wir haben das gerade schon gesagt. R600, gezeigt. Hast du schon? Ja, 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 aber das ist mir nochmal wichtig, dass man das nochmal... Okay. Ich bin nach wie vor für R605, das wäre mir schon... Philipp, du kannst auch ganz... Ich habe das Gefühl, du arbeitest heute ganz hart an deiner ersten Abmahnung. Ich bin nicht der Philipp, ich bin der Sven. Stimmt, ja, stimmt. Auch der Vollidiot ist hier bloß angestellt und kann Abmahnungen kriegen. Von wem denn dann aber? Vom Gesellschafter-Dingsbums hier. Von Gesellschaftern. Wildes Konstrukt. Allen Spaß mal beiseite. Wie der Philipp das gerade schon sehr gut gesagt und erkannt hat, ist es so, dass wir jetzt eigentlich in den letzten Vorbereitungen für das Festigkeitsgutachten 2000 Kilometer auf der Nordschleife sind, haben aber folgende Herausforderung. Der Kollege neben mir hier, alias heute Sven im grauen Niki, kam zu mir und sagte, du... So. Du kannst ja gerne mal zeigen, wie gut du mit deinem Fokus unterwegs bist. Einfach so halten, danke. Das höre ich öfter. Einfach so halten. Einfach reinhalten. Ist auch auf deiner Kamera jetzt noch verheerender aus als in echt, oder? Wie so ein Schminkkasten bei einem jungen Mädchen. Ich weiß nicht, warum du weißt, wie ein Schminkkasten von einem jungen Mädchen aussieht. Ich habe zwei kleine Schwestern, wollte ich noch mal sagen. Aber. Meine Damen und Herren, der Philipp ist an und für sich in den letzten Vorbereitungen für die Nordschleife. Das heißt, 2000 Kilometer Vollgas, permanent auf dem Helm, risch auf dem Kessel. Das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen frisches Öl. Denn das Öl, was jetzt drin ist, hat natürlich eben jetzt auch schon, ich glaube, knapp 70 Prüfstandsläufe überlebt. Plus Abgaslabor, plus... Die eine oder andere Transferfahrt, die es halt eben braucht. Ja. Was legitim ist, habe ich mir sagen lassen. Nee, ist ja noch klar. Na, also zum Erlangen der Betriebserlaubnis sind die Fahrten gestattet. So war der Wortlaut in etwa. Problem jetzt an der Stelle, ihr habt es ja, denke ich, gerade schon ganz gut gesehen, ist, dass der Philipp glücklicherweise jetzt noch mal ganz kurz eine kleine Ölprobe genommen hat, weil wir natürlich schon auch wissen wollen, wie verhalten sich die Komponenten, wenn sie hier wirklich permanent unter Dauerlast bewegt werden, ne? Unter Dauervolllast, Vollgas. Das sind ja keine normalen Fahrzyklen, die wir hier fahren, sondern es gibt ja wirklich durchgehend auf dem Kessel. Ja, nun waren wir jetzt ein kleines bisschen aufgeregt und ich denke, wenn man dann den Filter auseinander oder ausbaut und den Filter zerlegt und das sieht, dann kannst du eigentlich auch die komplette Filterbahn von oben bis unten gehen. Oh, das sieht man gut. Dann wird das nie besser. Das sieht so ein bisschen aus, kennst du das, wenn du im Sandkasten gespielt hast? Mhm. Und die Schlüppi voller Sand ist. Das heißt wie im Badeurlaub, wenn du in jeder Ritze irgendwo noch Sand hast. Genau so sieht das Filtergehäuse aus, das Filterpapier hier aus. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, ich meine, ihr seid ja nun auch im Großen und Ganzen nie ganz so blöde. Ne? Das heißt, ihr habt natürlich auch ein gewisses technisches Verständnis. Es muss jetzt hier eine gewisse Ursache geben. Und jetzt war mein großes Glück, dass glücklicherweise, also ich hoffe, ne, das sind alles wilde Vermutungen jetzt, weil es... Wir haben jetzt keine andere Option, wir können jetzt keinen Motor bauen. Das Ding muss jetzt halten. Ja. So, und wir können jetzt nur gucken, um unser Gewissen auch ein bisschen zu beruhigen. Wieso, weshalb, warum haben wir jetzt diese Ablagerung, diese Partikel im Öl und auch im Ölfilter. Und ihr könnt euch ja wahrscheinlich an folgende Szene zurückerinnern. Ich denke, das Ding ist kaputt. Der ist kaputt. Aber wir haben keinen Boost mehr. Ein Lader zerflogen oder was? Der dreht sich nicht mehr. Oh,
Fratze. Rischfratze? Nee, da wird es in der Ansaugung liegen. Dreht sich aber nicht mehr. Das heißt, wir wissen ja, dass wir in dem kompletten Zyklus ja nun doch den einen oder anderen Verlust, sage ich mal, in Kauf nehmen durften. Glücklicherweise konnte der Philipp sich noch sehr gut daran erinnern, dass er den Motor danach nicht gespült hat. Es ist einfach untergegangen, Punkt aus Ende. Also wenn wir Turboladen wechseln, können wir dann eben auch nochmal rein in der Theorie eine Ölspülung machen. Aber es ist im Stress, in der Hektik einfach untergegangen. By the way, passiert ist ein Projektfahrzeug, Entwicklungsfahrzeug, bevor jetzt wieder irgendeiner drunter saftet. Sodass wir jetzt natürlich gerade eben nochmal ganz aufgeregten Björn angerufen haben und gesagt haben, Björn, Kollege vom Turbomarkt, schick uns doch mal bitte ganz schnell Fotos von dem zerlegten, gecrashten Lader, den wir zerstört haben. Ich will noch mal ganz kurz erwähnen, keine Schuld vom Turbomarkt, moi war schuld, okay? Björn hatte jetzt gerade ein Foto geschickt noch mal von der Axiallagerung, das können wir jetzt noch mal einblenden. Das erklärt natürlich so einiges. Und jetzt war halt der Ansatz unsererseits zu sagen, okay, pass auf, lass uns jetzt einfach bitte hier nochmal Öl drauf machen, den Motor bitte nochmal mit einem neuen Filter spülen, das heißt eine Runde fahren und einfach mal gucken, haben wir jetzt hier wirklich gerade ein aktives, akutes Problem, was jetzt gerade aufgeht, weil der Motor funktioniert. Ne? Also wir haben den Motor ja gemessen mit 605 PS. Den Zusammenhang auch mit dem beschlagnahmten Steuergerät, der Messung, den 605 PS und was das mit dem Ritt früh um 5 hier in Dresden losfahren zu tun hat, das klären wir alles in dem kommenden Video auf. Also bitte habt noch ein kleines bisschen Geduld. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Dort haben wir die Möglichkeit, wirklich jemanden mit vor die Kamera zu bekommen, was eigentlich bis jetzt wirklich, ich glaube, nur einem YouTuber, soweit ich weiß, vorbehalten war. Und das war JP. Und das ist schon für mich natürlich auch eine Ehre. Dass, ich meine, wir arbeiten zusammen. Und das ist alle, aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist für uns natürlich schon auch eine Art Ritterschlag, dass wir heute an dem Tag mit solchen Leuten zusammenarbeiten dürfen. Also dort bitte noch bitte ich um ein kleines bisschen Geduld. Ihr könnt mir euren Unmut jetzt bitte auch gerne in die Kommentare schreiben. Ist natürlich auch nochmal cool für den Algorithmus. Aber das kommt auf jeden Fall, die Aufklärung dazu. Zurück zum eigentlichen Thema, haben wir jetzt gesagt, wir füllen jetzt frisches Öl drauf, fahren nochmal eine kleine Runde, einen kleinen Zyklus und gucken uns einfach nochmal an, ob wir ein akutes Problem haben. So, und das ist jetzt der Stand der Dinge. Das hast du ja jetzt gerade gesehen, das ist das, was wir vorhin abgelassen haben und das ist das, was wir jetzt noch haben. Also es wird jetzt hier schon optisch betrachtet, wird es jetzt hier schon bedeutend besser. So. So, also ich denke, ihr könnt das ganz gut sehen, das wird jetzt schon, ich sage jetzt mal, ein ganzes wenig besser. Wir haben hier wirklich mit unter Licht und mit wirklich reinen Sternen haben wir immer noch Partikel drin, aber es wird besser. So, und natürlich wollen wir schon irgendwo jetzt die Kontrolle auch mitnehmen und selbst im Filter, ne? Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, das ist, wenn ich es jetzt so kippe, haben wir hier noch so ein kleines bisschen Prinzessin-Lillifee-Staub drin. Ja, aber auch das wird jetzt bedeutend weniger. Also das lässt mich jetzt grundsätzlich erstmal guter Dinge sein, dass wir jetzt wirklich sagen, Motor einmal gespült, wir werden jetzt noch ein zweites Mal spülen. Dann kommt eine frische Ölladung rein, die dann wirklich eben auch fest, stabil, sauber, safe die 2000 Kilometer Dauerfeuer-Nordschleife durchhalten muss. Und da muss man ja wirklich auch sagen, komm, wir gehen mal, wollen wir mal rausgehen? Philipp, willst du kurz mit dazustoßen oder willst du weiter durchziehen? Ist es ja nun so, dass wir jetzt wirklich sagen müssen, wir haben jetzt echt 2000 Kilometer Vollgas auf der Nordschleife vor uns. Das klingt jetzt immer alles so, das klingt jetzt immer alles so banal, ne? Und auch für viele, sage ich mal, sehr, naja, ein bisschen Nordschleife fahren. Aber man darf halt eins nicht vergessen an der Stelle. Nordschleife ist an und für sich so mit einer der anspruchsvollsten Rennstrecken, die es eigentlich weltweit gibt. Komm ruhig ran, Sven, komm ruhig ran zu mir. Komm. Du kannst dich auf meinen Schoß setzen. Darf ich? Wie ist denn das Film dann? Ja. Nee, der stellt die Kamera dorthin, Hauptsache der kann sich drauf setzen. Die Leute kriegen ein ganz falsches Bild. Man darf halt nie vergessen, dass das Thema Nordschleife an sich eine der anspruchsvollsten Strecken weltweit ist. Das heißt, wenn natürlich ein Dauerbelastungstest, und da werden wir in einem gesonderten Video wirklich nochmal auf die einzelnen Punkte, werden wir nochmal eingehen und vielleicht kriegen wir doch irgendwie noch eine Freigabe, dass wir sagen, wir können in die allererste Runde Nordschleife die Kamera mit reinnehmen, auch wenn komplettes Filmverbot herrscht. Im Industriepool, ne? Also für euch die Erklärung, die Abnahme findet statt im Industriepool, das heißt alle Fahrzeuge oder ja, dort haben alle Fahrzeughersteller Zugriff drauf, das heißt wir bewegen uns einfach mal momentan und das muss man sich mal vor Augen führen, wir bewegen uns auf einem Level, wo sich die Industrie und Autohersteller bewegen. Ja, oder sei es LCE oder irgendwelche Entwicklungen, ne? Also die großen Firmen, also nicht solche Popel
Pimmel wie wir hier. Na, ist doch so, sind wir doch mal ehrlich. Für euch mag das vielleicht jetzt, weil ihr natürlich auch Fans seid von uns oder viele davon und halt eben mal sagen, ja, das ist cool. Und, aber am Ende des Tages darf man nie vergessen, wir sind eine kleine bodenständige Firma aus einer östlichen Region von Deutschland. Wir spielen jetzt gerade bei den ganz Großen mit, wo LCE spielt, wo Singer spielt, wo wahrscheinlich ganz andere liquide Mittel da mit dabei sind. Und wir kommen jetzt hier einfach mal mit unserem R600 Golf angeräubert. Und wenn alles funktioniert, rasieren wir sowieso alles mit der Bumskarre. Da kann ich dir jetzt schon sagen. Ist ja nicht so, dass ich es jetzt schon mal getestet hätte, aber ich sage dir, den R6, der genauso viel Leistung hat und mehr Drehmoment, da fahre ich Kreise mit dem Auto drumherum. Hast du das schon getestet? Oder? Hören sagen? Wir haben ja nur Verbringungsfahrten gemacht. Also das kann man verraten. Es ist auf jeden Fall von der Abstimmung her ein anderes Konzept, als es wir es bis jetzt gemacht haben und als es auch andere Tuner machen. Sondern es ist wirklich 600 PS haltbar zu bauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, und das ist total interessant. Wir haben das letztes Jahr schon mal bei einem 7er GTI Clubsport so gemacht. Mit dem habe ich die Tage telefoniert und der sagte zu mir, ja du Sven, gar kein Problem, ne? M2, M3, M4, die verkessel ich alle auf der Autobahn. So, das ist auf jeden Fall interessant. Das ist sehr spektakulär. Ich finde es persönlich sehr spektakulär. Aber dazu wird es Fahrvideos geben, auch mit verschiedenen Leuten, wahrscheinlich auch mit anderen YouTubern, dass die ihre ganz offene, ehrliche Meinung dazu sagen können, wenn das Projekt durch ist. Erstmal muss es halten. Erstmal muss es halten und das ist jetzt der große Knackpunkt. Also, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, ihr habt das Öl gerade gesehen, ihr habt den Filter gesehen. Das ist für uns jetzt, also für mich letztendlich wieder einmal einfach eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Wahrscheinlich könnt ihr das jetzt auch gar nicht so nachfühlen, wenn ihr so vor eurem Fernseher oder euren mobilen Endgeräten sitzt, dass, ja, ein bisschen Öl oder, naja, da müsst ihr halt neu machen. Naja, wir haben die Zeit nicht. Es sind festgesetzte Termine. Nordschleife, die Übung kostet, ich glaube, knapp um die 6.000 Euro. Das heißt, wir haben jetzt hier keine großartige Wahl. Entweder ich schiebe jetzt hier die nächsten 3 Nächte Nachtschicht, versuche jetzt hier irgendwie einen Motor aufzubauen, oder wir haben jetzt einfach Vertrauen und nichts anderes ist es zu der Scheiße, die wir hier zusammengebaut haben. Hoffnung. Vertrauen. Hoffen heißt nämlich nicht wissen. Das habe ich mal von meinem Lehrausbilder damals gelernt. Ja, ja, Julian. Das sind Sprüche von weisen Männern. Wir haben ja jetzt letztendlich eigentlich nur Hoffnung, streichen wir mal weg, sondern wir können jetzt nur das Vertrauen zu unserer Arbeit haben und wirklich hergehen und sagen, das, was wir jetzt hier rausgeholt haben, ist einfach noch Rest von dem Turboladerschaden. Und dann wird das jetzt spannend. Und jetzt kommt dein Spruch, den du immer so gerne auch aufs Thumbnails basteln würdest. Helder oder Felder? Für uns geht's jetzt in 4 Tagen, 5 Tagen, geht's für dich, mich und den kleinen abgebrochenen Peng-Peng-Mann geht's an die Nordschleife runter. Du wirst als Mechaniker von uns vor Ort sein, weil wir müssen einen Mechaniker stellen. Das heißt, auch das kommt natürlich, ne, für euch an Kosten, also nicht für euch an Kosten, aber damit ihr die Aufstellung habt, ne, das kommt für euch natürlich zur Transparenz an Kosten auch mit dazu. Ein Mitarbeitergehalt, Hotelkosten, Spritkosten, ihr könnt euch ja vorstellen, 2000 Kilometer Dauerflamme. Muss man überlegen, wie viele... Was ist denn jetzt? Der schnipst hier mit Viechern rum. Viechterkäfer am Ohr. Den hast du aber liebevoll beiseite gestreichelt. Ja. Nicht, dass wir jetzt hier von der Peter oder irgendwas jetzt hier irgendwas Wildes kriegen. Ach so, hier, ja. Stimmt. Ja. Man darf eins nicht vergessen, 2000 Kilometer Dauerfeuer. Überleg mal, wie viel zig, zehntausende Kilometer du fahren musst mit deinem Auto um 2000 Kilometer permanent auf die Schnauze mit der Karre irgendwie hinzukriegen. Und wir reden im Idealfall von 3 Tagen hintereinander weg. Ne, von früh um 8 bis 17 Uhr hintereinander weg, nur zum Tanken anhalten. Genau. Also es gibt 2 Fahrer vom TÜV Süd, die wechseln sich, glaube ich, alle 4 Runden ab. Genau, ne? Einfach, dass die Fahrer auch nicht überlastet werden, weil die müssen ja den ganzen Tag durchfahren. Also das ist für Mensch, Material, Maschine, für alle Beteiligten ist das wirklich, ja, wie es der Name sagt, der absolute Dauerläufertest auf Festigkeit, Stabilität aller Beteiligten. So, und entweder Helder oder Felder. So, und du bist jetzt die Zeit mit vor Ort. Wir packen dir alles mit rein. Wir packen dir ein Getriebe mit rein, Bremsen, Turbolader. Wir wollen vorsorglich, muss das alles da sein. Es ist ja auch immer so, das, was man dabei hat, geht ja auch im Regelfall nie kaputt. Das kennst du von deinem Drifter. Genau. Und das, was kaputt geht, das hast du meistens nicht mehr dabei. Richtig. Ich würde sagen, es wird auf jeden Fall spannend. Der Philipp nimmt die Kamera mit. Und wird auf jeden Fall ein paar Eindrücke mitnehmen. Und ich bin gerade noch hardcore am Arbeiten, dass wir die erste Runde mit dem R600 auf der Nordschleife in dem Auto mitfahren dürfen. Mit Kamerabegleitung. Und wenn wir das hinkriegen, euch dort auf die Runde mitzunehmen, dann wird das legendär. Und dann kann ich nur hoffen, dass ihr die Videos teilt,
dass ihr das wirklich einfach in die breite Masse schiebt, weil das einfach wirklich ein Moment ist. Da arbeiten ganz viele Mechaniker drauf hin und viele werden es nie haben. Und ich hätte auch nie gedacht, dass wir es irgendwann mal an diesem Punkt schaffen. Gut, meine Damen und Herren, ich würde sagen, ciao von der Bundesgartenschau. Ah, das kam letztens schon. Ja, was denn? Denk dir mal was anderes. Nee, hast du was Neues? Paris-Athen auf Wiedersehen. Oh, wie im letzten Video, da hat er hier einfach, als hätte er Blatt Papier vor der Hand gehabt. Paris-Athen auf Wiedersehen, ciao, Kakao, adios, amigos. Das war komplett herzlos in den Raum geschmissen. Na klar. Ich hätte ja mal gedacht, dass vom Julian so als alter Katzenliebhaber einfach nur ein kurzes Miau, ciao, ciao kommt oder so. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Thank you.